euch, ich bin der Robert, der Wirt vom Café Papillon in Sixdorf. Wir haben ja letzte Woche schon unsere Schoko-Nuss-Cookies gemacht und ich habe ja versprochen, dass wir heute Vanillekipferl machen und das ist ein ganz tolles Rezept, das ist von meiner Mama. Und dafür brauchen wir eine Butter und zum Thema Butter möchte ich gleich sagen, überhaupt Milchprodukte, da kaufe ich gerne die von Berchtesgadener Land, die Sachen. Wir nehmen die auch fürs Kaffee her, also auch für unsere Milch, für den Kaffee oder die Sahne zum Kuchenbacher. Schwöre ich wirklich auf die Sachen vom Berchtesgadener Land, nicht weil ich da jetzt irgendwie kriege kein Geld von denen für die Werbung, aber ich bin einfach überzeugt, weil man die Region unterstützt und es schmeckt halt einfach sensationell gut. Also kann man wirklich mit nichts anderem vergleichen, ist jedenfalls meine Meinung. Dann Salz, muss jetzt auch nicht unbedingt aus der Mühle sein, aber ich habe jetzt gar kein anderes da. Vanillestangen, dann Zucker, Mehl und gemahlene Mandeln. Und das verarbeiten wir jetzt zum Mürbteig. Da möchte ich einen kleinen Tipp geben, kann man überhaupt beim Platzerlbacher, wenn es um Mürbteig geht, anwenden. Und zwar, ich nehme alle 10% weniger Mehl, wie das, was im Rezept steht, weil man, erstmal geht der Teig leichter zusammen. Oft haben wir das Problem, dass das bröselt dann recht und muss ewig umeinander kneten und bröselt da auseinander. Also nehme ich 10% weniger Mehl. Das heißt, man tut sich leichter beim Zusammenkneten und man kann danach beim Ausrollen ein bisschen mehr Mehl nehmen, weil den arbeitet man ja auch ein. Und das Problem ist, desto mehr Mehl in einem Teig drin ist, desto schlechter wird der. Also Mehl ist für die Qualität von einem Platzerl oder überhaupt von einem Teig eher schlecht. Das heißt, wenn ich vorher ein bisschen was weg tue, tue ich mich beim Kneten leichter und danach kann ich beim Ausrollen ein bisschen mehr hernehmen und tue mich dann halt entsprechend bei der Verarbeitung leichter. Also das nur als kleiner Tipp, könnt ihr mal ausprobieren. Ja, dann fangen wir an. Wichtig beim Mürbteig ist, dass die Butter und überhaupt die ganzen Zutaten kühl gelagert sind. Also nicht ewig lang in der Raumtemperatur stehen, weil sonst kann es echt passieren, dass der Teig brandig wird, sagt man. Das heißt, dass er auseinanderbräselt. Man kann es auch nochmal probieren, wie dann diesmal passiert, dass man ein bisschen eine Dosenmilch einarbeitet. Da kann man meistens noch ein bisschen was retten. Aber im Großen und Ganzen ist es gescheiter, wenn es halt einfach kühle Produkte hernimmt. Tatsächlich einfach leichter. Dann nehmen wir die Vanillestangen her. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, wenn man eine Vanillestange aufschneidet. Ich glaube, da muss ich nicht großartig was dazu sagen. Und man kann natürlich die Stangen, aber das ist ja auch eigentlich schon alter Hut, einfach die Stangen dann nehmen und den Zucker rein da und diese ein paar Wochen da drin lassen. Da haben wir wirklich einen guten Vanillezucker, aber wie gesagt, das ist auch nichts Neues. Das glaube ich weiß auch schon jeder. Im Rezept steht eigentlich Ohrstamm, aber das sind so dürre Kranken mittlerweile, muss ich sagen, dass man wirklich oft besser zwar nimmt, dass einfach ein bisschen eine Vanille reinkommt. Schönen Zucker rein. Da haben wir unsere Vanille drin. Da haben wir gleich mal eine Prise Salz. Drei haben wir schön. Und dann geht's los. Wichtig auch beim Mürbteig: schnell arbeiten. Also nicht ewig lang umeinander batzeln. Sondern wirklich versuchen, dass man das ganz schnell zum Teig verarbeitet. Das Mehl habe ich natürlich vorher gesiebt. Ganz wichtig auch. Und alle schön mit dem Teigkratzer den Teig zusammenhalten. Wenn das Mehl dann schon einigermaßen eingearbeitet ist, dann die Mandeln dazu. Und dadurch, dass ich eben schon
10% vom Mehl abgezogen habe. Und im Rezept tun wir sie eben leichter beim Verarbeiten, weil der Teig leichter zusammengeht. Also wie gesagt, nicht lang umeinander sprühen dann mit dem Teig, ja, sondern zügig verarbeiten. Der füllt sich ja immer noch schön kühl an, genauso ist es richtig. Viele machen ja dann auch so eine Kugel, steht ja oft in die Rezepte, das lese ich oft in diversen Frauenzeitschriften, da heißt es dann Teig zu einer Kugel formen. Ja, ist eigentlich totaler Schwachsinn, weil ich möchte ja dann noch ausrollen und gut, bei den Vanillekipferl, da machen wir dann entsprechende Stangen. Aber wenn ich jetzt Platz mache, die ich ausstehe, dann tue ich mir natürlich leichter, wenn ich so einen flachen Block mache. Erstens mal kühlt er mir im Kühlschrank leichter durch und zweitens kann ich dann viel leichter ausrollen. Ja. Also macht es keine Kugel, sondern einfach so ein Rechteck, so ein Flachs. Tatsächlich weitaus leichter. Ja, dann tue ich den jetzt für dreiviertel Stunde im Kühlschrank und dann können wir weitermachen. Jetzt ist eine dreiviertel Stunde vergangen. Jetzt habe ich unseren Vanillekipferl da aus dem Kühlschrank geholt und jetzt können wir ihn verarbeiten. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich mache jetzt keine Würstel und schneide dann die Kipferl runter, sondern ich schneide mir einfach so Stickerl runter. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Und forme die quasi in der Hand, mache eine kleine Kugel. Und da dann so kleine Kipferl. Nehmen wir das Blech gleich her. Das hat den Vorteil, dass man sich natürlich erstens das nicht odert mit diesen langen Würsteln rollen, brechen auseinander, macht teilweise keinen Spaß. Ja, also ist wirklich oft eine ganz frustrierende Sache. Und von dem her, wenn man denkt, ich mache das so, braucht natürlich auch entsprechend weniger Mehl, was auch für die Platzerl viel besser ist. Und dann kann man auch wunderbar aus so einer Kugel eben entsprechend schöne Hörnchen formen. So, für die Vanillekipferl schaltet man Heißluft ein auf 180 Grad. Die Zeit machen wir mal 12 Minuten. Wie gesagt, ich habe es immer wieder dazu gesagt, bei Platzerlbacher ist es schwierig, jeder Ofen ist anders. Also schaut bitte beim ersten Blech, ob es noch eine Minute dazu tun müsst oder eine Minute weniger. Das sind jetzt alles Richtwerte, ich möchte nicht, dass es euch irgendwas verbrennt. Da geben wir unsere Vanillekipferl in den Ofen rein. Die Vanillekipferl sind jetzt fertig, da haben wir sie aus dem Ofen raus. Vorsichtig runter. Dann lassen wir es jetzt so circa 5 Minuten ein bisschen auskühlen, dass es ein bisschen stabiler werden, sonst brechen sie euch gleich, weil wir dann es dann nämlich nur im Puderzucker ein bisschen wenden und dann sind sie schon fertig. Aber jetzt brauchen wir erst noch ein bisschen. Jetzt habe ich es ein bisschen abkühlen lassen, jetzt können wir es wenden im Puderzucker, das ist ganz normaler Puderzucker. Also wie gesagt, bloß 5 Minuten oder so abkühlen lassen. Weil dann auch der Puderzucker viel besser an die Vanillekipferl hebt. So. Das waren unsere Vanillekipferl. Das nächste Mal machen wir Spekulatius. Und
und ich hoffe, ihr probiert es aus. Es ist wirklich ein gutes Rezept. Und im Anschluss setzen wir unser Weihnachtsgewinnspiel. Unbedingt mitmachen. Wir verlosen 3 Lind-Nikoläuse, also die großen, die ein Kilo Spaß haben. Und zu jedem gibt es dann nur einen Gutschein für ein Traumfrühstück für 2 Personen dazu. Also es rentiert sich wirklich, wenn man mitmacht. Dann viel Spaß und pfiat euch bis zum nächsten Mal. Servus. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten, liebe Babylon-Freunde! Frohe Weihnachten! Auch in diesem Jahr gibt's wieder ein Babylon-Weihnachtsgewinnspiel. Diesmal müsst ihr erraten, wie schwer der Weihnachtsmann ist. Also ich! Und zwar mit meinem Geschenkesack! Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 3 riesengroße Schoko-Nikoläuse. Und obendrauf noch 3 Gutscheine für ein Traumfrühstück für 2 Personen. Und dann wollen wir mal sehen, ob ich letztes Jahr zu viele Weihnachtskekse gegessen habe. Frage: Wie schwer ist der Weihnachtsmann mit Geschenkesack? Schreibt eure Schätzung als Kommentar unter dieses Video. Und wenn du deine Gewinnchance verdoppeln möchtest, schreibe deine Schätzung zusätzlich noch auf einen unserer Gewinnzettel, die du direkt im Café Papillon erhältst. Viel Glück! Und die Auflösung, wie viel ich wirklich wiege, mit meinem Geschenkesack, erfahrt ihr am 23. Dezember. Und vielleicht bringe ich euch ja noch was vorbei. Frohe Weihnachten! You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way.